Hallo Menschen, es ist Oktober. Was bedeutet, dass ich ungefähr alle 2 Minuten krank werde, weswegen der Lesemonat September für die zweite Hälfte etwas später kommt. Aber jetzt sind wir ja endlich soweit. Leider war der inhaltlich nicht ganz so gut, beziehungsweise eher so ein bisschen mittelmäßig. Ich könnte einfach mal wieder so eine großartige Begeisterung gebrauchen, aber es ging immerhin noch sehr, sehr gut los, nämlich mit Dresden Revisited von Peter Richter. Das ist der Autor von 8990, der aus Dresden kommt, aber inzwischen und auch zur Niederschrift dieses Buches in Brooklyn wohnte. Und es ist eine Erweiterung seiner Dresdner Reden, die werden immer so einmal jährlich zu Kunst, Politik, Wirtschaft und so weiter gehalten. Und ich habe das Original aber nie gehört, deswegen weiß ich nicht, wie viel er da jetzt noch dazu geschrieben hat, aber ich denke, die wenigsten Leute werden wahrscheinlich das Original gehört haben. Auf jeden Fall erzählt er hier so ein bisschen aus seiner Dresdner Kindheit, aber dann auch Dinge rund um die aktuellen Entwicklungen, so rund um Pegida. Und dabei bringt er noch 1000 Verweise und Ereignisse aus der Vergangenheit der Stadt mit auf. Da waren wirklich so viele, auch mir unbekannte Menschen dabei. Hintergrundwissen ohne Ende. Also natürlich auch mal sowas wie Erich Kästner, den man natürlich kennt. Aber da hat er wirklich also gut recherchiert. Oder ich wusste er das auch einfach. Gefiel mir sehr, sehr gut, da so viel Neues zu lernen. Und immer wieder geht es halt darum, dass einen die Heimat nicht loslässt. Und das ist wirklich so. Auch ich als Zugezogene. Überall, wo ich hinkomme, wenn man erwähnt, dass man aus Dresden kommt, wird man auf Pegida angesprochen zurzeit. Was man davon hält, was der Scheiß soll und so weiter und so fort. Und dann geht es halt darum, wie man diese Meinungen, vielleicht auch Dinge, die in der Presse irgendwie verbreitet werden, mit seinem eigenen Bild von der Stadt in Verbindung bringt. Also was man damit verbindet, wie man da vielleicht als Kind gelebt hat, wie es einfach eingeprägt hat. Und ja, fand ich sehr, sehr gut, wie der daran herangeht, denn es ist erstaunlich vorurteilsfrei geschrieben, finde ich erstmal, obwohl natürlich trotzdem irgendwie so eine gewisse Meinung rauskommt. Also ich glaube, jemand, der zum Beispiel zu Pegida geht, der würde dieses Buch eher schlecht reden, habe ich das Gefühl. Aber er geht da immer so von beiden Seiten ran. Ich glaube, irgendwo fiel auch mal das Wort Janusköpfig, was es wirklich sehr, sehr gut trifft. Da er halt in den USA wohnt, kommt auch immer so ein bisschen der Blick aus der Fremde und halt direkt der Vergleich zu den USA, wobei er halt auch da wieder keins von beiden direkt lobt. Er gibt nur mal ein Beispiel, wie es woanders ist und wie man es auf eine gewisse Art und Weise hingekriegt hat, ob das nun besser ist oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ganze dann auch gewürzt mit einem gewissen Sprachwitz, der mir sehr, sehr gut gefällt. Teilweise auch so ironische Beobachtungen und das wurde aber nie flapsig, sondern wirklich auf eine ganz, ganz tolle Art witzig, humorvoll und insofern gefiel mir das sehr, sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Interesse da jetzt Leute dran haben, die nicht wenigstens aus Sachsen kommen, sag ich mal, aber vom Sprachstil her, von dem, was er an Verweisen gibt, sehr, sehr gut und empfehlenswert. Dann ging es weiter mit Gute Tage von Roger Willemsen. Das ist eine Sammlung an Texten, die sich teilweise um Interviews drehen, teilweise aber auch eher Erinnerungen des Autors sind. Das heißt, es ist wieder eine sehr subjektive Herangehensweise, was für Roger Willemsen ja typisch ist, was mir normalerweise auch gefällt. Hier aber manchmal etwas zu viel wurde, finde ich. Also es gab mehrmals Momente, da dachte ich mir, ich möchte jetzt endlich die Person, um die es geht, zu Wort kommen lassen und nicht wissen, wie Roger Willemsen sich nun mal fühlt, wenn er die jetzt interviewen darf, wenn er gerade auf dem Weg zu ihr ist, welche Erinnerungen er mit ihr verbindet. Also natürlich ist das irgendwie schon auch schön, also ich mag das eigentlich, wie er Bücher schreibt, aber hier hätte man vielleicht eher so 2, 3 Texte am Stück lesen sollen und nicht von vorne bis hinten, wenn einem der Roger Willemsen nicht etwas zu viel werden soll. Und eine zweite Sache, die mir auffiel, die keine direkte Kritik ist, auch kein Vorwurf, aber die ich auch nicht ignorieren kann: Hier ist sehr viel von Menschen die Rede, die man in meiner Generation entweder tatsächlich gar nicht mehr kennt oder, um ganz offen zu sein, um die man sich irgendwie nicht mehr so sehr kümmert. Zum Beispiel Tina Turner. Ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie mal auf ein Interview mit Tina Turner hinfiebert. Oder, wen ich gar nicht kannte, zum Beispiel Papa Wemba. Das ist mir total fern. Und natürlich könnten die Texte trotzdem sehr gut, sehr interessant sein. Aber wenn so ein Text zum Beispiel losgeht mit "Wer an Australien denkt, der denkt natürlich zuerst an Lady Edna", oh, dann bekomme ich da irgendwie schon gar keinen Zugang zu, weil es halt komplett außerhalb meiner Lebensrealität liegt. Also ich kannte Lady Edna nicht, bevor ich dieses Buch las. Und es ist, also irgendwie merkt man teilweise so ein bisschen die Zeit oder halt seinen subjektiven Blick, muss man halt vorher wissen, ob einem das gefällt. Das heißt, es gab so einzelne schöne Momente, schöne Sätze, interessante Formulierungen oder so, aber es ist definitiv noch nicht mein liebstes Buch von Roger Willemsen, um euch da was zu empfehlen. Also Die Enden der Welt gefielen mir sehr gut, auch Momentum mochte ich, auch Die Deutschlandreise und Bangkok Noir, aber das hier ist so okay gewesen. Danach las ich endlich mal mein erstes Banana Yoshimoto Buch, was mir hier auf BookTube ja eigentlich ständig empfohlen wird, nämlich Der See. Hier haben wir die Ich-Erzählerin Chihiro, deren Mutter vor kurzem verstarb und die lernt
über die Straße hinweg durch ein Fenster in einer fremden Wohnung eben erstmal den jungen Nakajima kennen. Also wirklich erstmal ist es nur so ein Grüßen, dann treffen sie sich auch mal auf der Straße. Und der muss in seiner Vergangenheit auch irgendetwas wirklich Schreckliches, Erschütterndes erlebt haben. Das kriegt sie schon so ein bisschen mit, aber sie weiß nicht was. Er ist halt auch eher so der Außenseiter-Typ, sehr still, zurückgezogen, auch ein bisschen schmächtig, aber sehr intelligent eben. Und prinzipiell geht es darum, wie die zwei sich aneinander annähern, auch welche Folgen die Vergangenheit immer noch für die Gegenwart hat und wie man damit umgeht. Und natürlich ist es auch in einer gewissen Art und Weise eben ein Selbstfindungsprozess. Also die Protagonisten sind, glaube ich, auch alle in ihren 20ern. Es geht noch so ein bisschen darum, wie man mit sich und der Welt umgeht. Was mir sehr gut gefiel, ist, wie zart das geschrieben war. Also es ist wirklich null Action, es ist sehr langsam, sie lässt sich Zeit mit ihrem Protagonisten. Und dabei entwickelt sich halt schon irgendwie eine Liebesgeschichte, aber wirklich ohne Kitsch. Das gefiel mir so, so gut, dass da kein Pathos war. Und dazu passt auch die Sprache, die ist eher simpel. Manchmal haben wir auch so fast Alltagssprachformulierungen wie das ist aber ziemlich blöde oder nix mit X eben geschrieben. Aber das sorgt dafür, dass es sehr klar ist. Also wir haben halt hier wirklich keine so großen Gesten und so, sondern es ist so eine ganz sachte, zarte Liebes- und Selbstfindungsgeschichte. Was mir auch sehr gut gefiel, ist, dass ich mich dem Protagonisten sehr, sehr nah fühlte, obwohl ich ein komplett anderes Leben fühlte. Also ich habe ganz andere Dinge erlebt, meine Mama lebt zum Glück auch noch und trotzdem fühlte ich so, so stark mit denen mit, was sie sehr gut gemacht hat, finde ich, die Autorin. Das heißt, es klang jetzt alles sehr, sehr, sehr positiv und ich habe auch wirklich positive Erinnerungen an dieses Buch, aber ich muss auch sagen, ich war noch nicht komplett begeistert. Aber es war so ein guter Start für mich und die Autorin hat dafür gesorgt, dass ich gerne mehr von ihr lesen möchte. Ist halt einfach nur noch kein Lieblingsbuch, aber ein wunderbarer Beginn für uns beide. Dem folgte dann eine absolute Premiere auf meinem Kanal, nämlich ein Krimi. Also ich las zwar schon mal etwas von Georges Simenon, falls man ihn so ausspricht, aber das war nicht so ein ganz klassischer Krimi. Und jetzt las ich Der Angstmann von Frank Goldammer. Das ist auch ein Dresdner Autor, dem ich, Fun Fact, mal ein Stück Butter auf die Dresdner Buchmesse brachte. Warum, verrate ich nicht. Wer es herausfindet, dem schenke ich ein Buch. Auf jeden Fall spielt dieser Roman in Dresden 1944-45, also so ums Kriegsende herum. Und gleich auf der ersten Seite lernen wir eben unseren Kriminalinspektor Max Heller kennen, der zu einem Mordfall hinzugerufen wird, wo eben eine junge Krankenschwester starb. Was ich hier besonders toll fand, war wirklich das historische Setting. Also man merkt irgendwie, dass alles in den letzten Zügen liegt. Es herrscht Mangel an allem, vor allem an Personal schon einfach mal, weil die ständig an die Front noch gezwungen werden. Und Heller versucht halt, diesen Mord in seiner Stadt aufzuklären, wobei es halt rundherum schon 10.000 Kriegstote gibt und irgendwie alle vom Endsieg andererseits schreien und andere sagen, ach, ist doch jetzt eh alles vorbei, ist doch egal, was kümmerst du dich denn noch um die Leiche? Und ständig hat er irgendwie auch Angst vor Denunziationen, weil hat er jetzt enthusiastisch genug Heil Hitler gerufen und nachts ist dann alles abgedunkelt wegen Bombenalarm, es ist kaum einer unterwegs, aber es gibt auch gewisse Nachtschichten oder eher, wenn er dann halt patrouilliert. Und das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Also man kann sich richtig vorstellen, wie man sich dann bedrückt fühlt, wenn man da versucht, in so einer Welt dann noch einen Mord aufzuklären, während drumherum so viel anderes passiert. Jetzt bin ich einfach kein Krimi-Leser. Das heißt, an den, ich sag mal, Aspekten des Genres war ich einfach nicht so sehr interessiert. Also immer so diese Ermittlungen, dieses Hin und Her und man hat einen Verdächtigen oder doch nicht oder dann doch wieder. Das ist einfach nicht so ganz meins. Ich frage mich halt dann auch ständig, oh, wer wird wohl der Mörder gewesen sein? Da fehlt mir einfach irgendwas zu diesem Genre, was ich früher ja sehr, sehr gern gelesen habe. Dafür mochte ich halt wiederum dieses Drumherum. Also zum Beispiel war die Bombardierung vom 13. 14. Februar großartig beschrieben, meiner Meinung nach. Richtig, richtig bedrückend. Also wenn man da rauskommt und überall Chaos herrscht und man nichts wiedererkennt, alles ist irgendwie zerstört, man sieht auch keine Straßennamen mehr, überall liegen verkohlte Leichen. Das war furchtbar und richtig, richtig gut. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja die Orte kenne, also sowohl die Bilder von früher als auch jetzt, wie es aktuell aussieht. Und das fand ich so toll bedrückend, dass das schon mal viel wettgemacht hat, auch wenn mich halt so dieser Krimi-Aspekt gar nicht so sehr reizt. Das heißt, für jemanden, der vielleicht Krimis dann nochmal extra mag, dem kann ich es auch wirklich empfehlen. Ich glaube, es ist ein guter Krimi, auch wenn ich nicht so viele Vergleichsmaßstäbe habe. Und für mich war es auf jeden Fall durch das Setting sehr, sehr interessant, wenn halt auch nicht mein Lieblingsbuch, was aber eher am Genre liegt. Danach machte ich mich an einen Klassiker, der auch schon eine Weile bei mir herumsteht, nämlich Great Expectations von Charles Dickens. Und für dieses Buch habe ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Das lag unter anderem daran, dass das Englisch tatsächlich etwas schwieriger war als so aus Gegenwartsromanen. Und ich deswegen Absätze halt doppelt lesen musste, weil wenn man mal ein Wort nicht versteht, okay, aber wenn man am Ende des Absatzes merkt, oh, 5 Worte habe ich hier nicht verstanden, vielleicht sollte ich doch mal irgendwas nachschlagen oder nochmal lesen, dann muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen. Andererseits war aber halt hier auch so dieses, ich sag mal, falsche Englisch der armen Bevölkerung
schwieriger als in anderen Büchern zu verstehen. Also ich hatte ja jetzt schon öfter mal Slang gelesen, aber hier kam ich teilweise wirklich nicht mit zurecht. Da sind Worte komplett anders geschrieben und Konsonanten fehlen und sonst was, sodass ich wirklich da stand und mir dachte, Englisch, do you speak it? Ja, und dazu kommt noch, dass es mich auch inhaltlich leider nicht so komplett überzeugt. Wir folgen hier dem jungen Pip, der keine Eltern mehr hat, aber bei seiner Schwester und deren Mann aufwächst. Der Mann ist Schmied, aber hat eher so ein kindliches Gemüt, also ist nicht großartig gebildet. Und die Schwester regiert die Familie wirklich so mit eiserner Hand. Also Pip hat wirklich keine glückliche Kindheit, da fallen auch Worte und Bezeichnungen, die wünscht man sich keinem Kind eigentlich. Und in seiner Kindheit geschehen eben drei große Dinge. Das erste ist, dass er auf einen geflüchteten Verurteilten trifft, der ihm so große Angst macht und ihm sagt, dass er ihm bitte eine Feile bringen soll. Also bitte sagt er, glaube ich, nicht. Und Pip macht das auch Angst auch und bringt ihm auch noch was zu essen und was zu trinken. Als zweites ist dann so eine reiche, abgeschieden wohnende Dame, die ihn zu sich einlädt, um ihn so, um ein bisschen unterhalten zu werden, und er verliebt sich in deren Adoptivtochter. Und als drittes taucht dann plötzlich ein unbekannter Wohltäter auf, der ihm Geld gibt, also so wöchentlich, glaube ich, durch eine Kontaktperson, und dadurch wird Pip plötzlich aus den Kreisen, in denen er lebt, enthoben und er zieht nach London. Und nachdem er eben wegzog, spricht der prinzipiell nie wieder freiwillig mit Joe, der ja der einzige nette Mensch in seiner Umgebung war. Dann tritt er noch so einem komischen Junge-Männer-Club bei und wird prinzipiell der totale Snob. Also es gibt ganz kurze Momente von schlechtem Gewissen, die ich ihm so ein bisschen anrechne, aber eigentlich ist er so ein reiches Arschloch, ein neureiches Arschloch. Und das Ganze zog sich halt schon ganz schön in die Länge, muss man sagen. Und dazu kommt noch, dass ich so gewisse Schocks und Erkenntnisse auch immer nicht nachvollziehen konnte, oder zumindest nicht in dem Sinne diese Heftigkeit. Ich dachte mir, ja, wo ist denn da jetzt das Problem? Jetzt hast du das rausgefunden und bist total schockiert. Warum denn? Also ich nimm das doch hin. Und also da gab es für mich gar kein so großes Problem, wie das dann immer hier draus gemacht wurde. Ich konnte auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie diese Liebesbeziehung entstand. Also was heißt Liebesbeziehung? Er verliebt sich halt in diese Adoptivtochter, die furchtbar zu ihm ist, die sehr arrogant ist, und auch später, wenn die, also die werden ja auch älter, das ist nicht alles, wenn er jetzt 10 ist. Da sagt sogar direkt, ich hatte nicht eine Stunde von Glückseligkeit, also Happiness, in ihrer Umgebung. Und da frage ich mich, wie kann man sich in so einen Menschen verlieben? Also es wird auch meiner Meinung nach nicht erklärt. Es gibt keinen Grund für diese Liebe. Was ich auch so ein bisschen unpassend fand, waren so gewisse so Gothic-Novel-Momente, wo er, glaube ich, ein bisschen Grusel reinbringen wollte, die für mich so komplett aus dem Nichts kamen. Also das Einzige, was gut funktioniert hat, finde ich, war eine sehr atmosphärische Beschreibung der Sümpfe da. Das war toll. Aber sonst, ja, stehe ich ein bisschen unbeeindruckt hier. Also ich will euch jetzt nicht direkt davon abraten. Ich meine, ich habe es ja auch nicht abgebrochen, so schlecht ist es nicht. Aber ich sag mal, wenn ihr noch andere Klassiker auf eurer Liste habt, würde ich eher dazu greifen. Das, ja, war nicht schlecht, aber sorgt nicht dafür, dass ich jetzt sofort die nächsten Charles-Dickens lesen möchte. Dann las ich noch etwas, bei dem ich gar nicht so richtig wusste, was es eigentlich ist, nämlich also das Tagebuch von Johann Wolfgang von Goethe. Das habe ich irgendwann mal von meiner Oma bekommen und ich war schon damals dankbar, aber ich habe es auch nie wirklich in die Hand genommen. Weil ich also beim ersten Durchblättern schon mal gesehen habe, da sind so ganz viele nackte junge Frauen drin. Ich dachte mir, was ist das denn? Und las es nun endlich mal. Auf jeden Fall ist es ein 1810 geschriebenes erotisches Gedicht von Goethe eben. Und inhaltlich geht es um einen jungen Herrn, der eigentlich auf dem Weg zu seiner Angetrauten ist, unterwegs aber eine Wagenpanne hat und in das nahegelegene Gasthaus geht und dort die Bedienung sehr ansprechend findet, die ihm dann auch zusagt, klar, komme ich Mitternacht mal zu dir, die ist doch auch sehr offen für eine sexuelle Erfahrung. Und als sie dann abends zu ihm kommt und es eigentlich zur Sache gehen soll, bekommt unser Protagonist oder unser Erzähler, unser lyrisches Ich, aber keine Erektion. Und das steht natürlich aber nicht ganz so offen hier drin. Tatsächlich habe ich ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, dass die Umschreibung mein Meister seinen Penis meint. Ich musste sogar nochmal nachgucken, weil er teilweise heißt dann Meister Ipse und da wusste ich nicht mehr wirklich, was das Latein bedeutet, und es das heißt der da. Und also die Beschreibungen waren irgendwie also amüsant abstrus, muss ich sagen. Also ich musste schon grinsen bei diesem Buch, aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, was lese ich denn da? Bringt mir das was? Naja. Auf jeden Fall schläft das Dienstmädchen ein, während der junge Herr noch versucht, da irgendetwas ans Laufen zu bringen. Und während er dann da sitzt und halt nichts anderes machen kann, da denkt er dann doch an seine angetraute Frau und merkt doch eigentlich, wie sehr er sie liebt, und beginnt dann ihr einen schwülstigen Liebesbrief zu schreiben. Und das, ja, das ist die ganze Geschichte. Ich habe euch jetzt, Entschuldigung, ich habe euch jetzt gespoilert, aber ich glaube, das könnt ihr auch mal so nebenbei lesen. Also, es war schon irgendwie ein Klarfall von, was habe ich denn da eigentlich gerade gelesen? Es hat mich amüsiert auf gewisse Weise.
Ich weiß aber noch nicht so genau, ob ich das wirklich behalten will. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal wieder lesen werde. Es war seltsam. Dem folgte dann Der Weg der Wünsche von Ákos Toma. Der Autor ist in Budapest geboren und lebte sein 14. Lebensjahr in Deutschland. Inhaltlich geht es hier um eine vierköpfige Familie, die so ab 1971 aus dem sowjetisch besetzten Ungarn fliehen wollen. Und wir haben aber vorher auch so ganz viele Kleinigkeiten und den Familienalltag und nochmal den Geburtstag und merken, dass die Eltern halt das Leben für die Kinder so normal wie möglich gestalten wollen und ihnen auch nichts davon erzählen, dass sie fliehen, sondern für die fahren die halt in Urlaub. Und was halt wirklich berührend ist, das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert wirklich noch am Anfang des Buches, ist der Fakt, dass es auch nach der Flucht nicht besser wird. Also der Großteil passiert tatsächlich dann außerhalb Ungarns und sie kommen halt einfach in so ein Auffanglager. Da ist es eigentlich viel, viel dreckiger, enger als zu Hause. Sie haben auch wirklich kein Geld. Teilweise können sie die Sprache nicht oder zumindest nicht so richtig oder die Mama kann es so ein bisschen, aber man kann sich einfach nicht normal verständigen mit den anderen. Und dabei vermischen sich halt vor allem bei den Eltern so auch Erinnerungen an früher und teilweise an die Nachkriegszeit und dann aktuelle kleine Familienzwiste oder Rebellionen der Kinder. Und dann spürt man auch auf eine gewisse Weise noch so Schuldgefühle, weil man ja die Familie zurückließ und die aber die nicht mal raus wollten, sondern die einen eher so vielleicht sogar ein bisschen verurteilten und so weiter und so fort. Tatsächlich hatte ich geplant, dazu eine Rezension zu drehen. Den Buchpreis bietet sich ja an und außerdem interessiere ich mich auch, seitdem ich Der Schwimmer las, für dieses Thema. Und ich muss aber sagen, dass mich das Buch ein bisschen kalt ließ. Also schon beim Lesen habe ich gemerkt, dass ich gar nicht viel dazu sagen kann. Und zwar, also weder besonders positiv noch negativ meine ich das jetzt, aber es gibt keine direkte Kritik, wo ich sagen kann, das hat der Autor falsch gemacht, das klang schlecht. Ich habe aber auch wirklich gar nichts Positives zu sagen. Ich habe nichts Schönes angestrichen, die Sprache ist souverän, also nicht zu simpel, das ist mir auch schon mal aufgefallen bei manchen. So ist es nicht, aber halt auch nichts besonders Schönes. Es ließ sich vor allem nach dem Dickens ganz gut, ganz schnell lesen, aber das ist natürlich auch keine besonders positive Einschätzung für ein Buch, wenn das alles ist. Ich stehe ein bisschen arg unbegeistert davor. Also vor allem nochmal im Vergleich zu Der Schwimmer hat es mich halt so gar nicht begeistert. Ich will euch weder ab noch zuraten, es war so, es ist einfach da irgendwie, was natürlich, naja, irgendwie ist es vielleicht doch ein Abraten, denn ein Buch soll einem ja vielleicht nicht komplett kalt lassen. Also leider keine Begeisterung. Und als letztes diesen Monat las ich danach kommen, ich erzähle dir eine Geschichte von Jorge Bouquet, sagt man? Jorge? Ich hoffe. Auf jeden Fall erfahren wir hier so in Ich-Perspektive aus der Sicht des Patienten Demian seine Sitzungen eben mit seinem Psychiater, die immer gleich ablaufen. Es gibt vielleicht so 5, maximal 10 Sätze zu einem Problem, das er eben hat, also vielleicht mal ein kurzer Dialog. Und dann erzählt ihm der Psychiater immer eine Geschichte, die eben, ich sag mal, ein Gleichnis ist auf seinen Zustand, auf sein Problem. Und ich hatte mehrere Probleme mit dem Buch und ich fange mal mit dem kleinsten Problem an. Manchmal fühlte es sich arg an wie Selbstbeweihräucherung, denn wie gesagt, der Autor heißt Jorge und ist Psychotherapeut, der Psychotherapeut im Buch heißt auch Jorge und der nennt sich zwar selber, also lässt sich beziehungsweise von dem Ich-Erzähler immer so Dicker nennen, was vielleicht was Selbstironisches sein soll, aber ansonsten gibt es eigentlich nur Lob. Also der Ich-Erzähler sagt immer, ach ja, der ist ja so anders und der hat mir so geholfen und hat immer diese tollen Geschichten. Und da fragt man sich als Leser schon so ein bisschen, ist das nicht, also man weiß natürlich nicht, was der Autor von sich selber hält, aber es fühlt sich komisch an beim Lesen. Aber wie gesagt, das ist nur so die kleinste Kritik, die ich habe, das will ich gar nicht groß ausweiten. Das zweite hat mich schon ein bisschen mehr gestört. Es wird im Hintergrund immer so ein bisschen eine Entwicklung, eine Geschichte angedeutet. Also der Ich-Erzähler sagt sowas, nachdem mir Jorge letzte Sitzung das und das gesagt hat, komme ich damit schon viel besser zurecht. Aber man merkt so, so stark, dass es, finde ich, dass es ihm nur um die Geschichten geht. Also das Drumherum ist vollkommen unwichtig und es läuft ja auch immer gleich ab. Teilweise fragt ihn der Ich-Erzähler auch etwas. Und der antwortet einfach nicht, sondern erzählt wieder seine Geschichte. Ich meine, natürlich steckt da irgendwie die Lösung drin. Aber ich finde, also irgendwie hätte man, glaube ich, das Drumherum fast auch weglassen können und irgendwie so eine Kurzgeschichtensammlung machen können. Und ich glaube, was mich an diesen Geschichten aber noch mehr störte, ist, wirklich ab dem ersten Absatz, finde ich, wird eigentlich schon klar, worauf das hinauslaufen soll oder was es zumindest mit dem Ich-Erzähler zu tun hat, mit dem Problem. Und nach der Geschichte wird es aber immer nochmal erklärt. Also da kommen wir nochmal zurück in diese therapeutische Sitzung und der Therapeut sagt zu ihm, hast du verstanden? Ich meinte damit das und das. Du sollst also das und das machen. Oder nee, du sollst, sagt er natürlich nicht, aber oh, das, und das, obwohl die Geschichten eigentlich schon so deutlich sind. Und das ist eigentlich auch das dritte, mein größtes Problem. Ich fand die Geschichten so simpel. Ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, falls die irgendjemandem geholfen haben, dann finde ich das gut. Das ist toll und ich will das auch niemandem schlecht reden oder so.
wenn das Buch jemandem hilft, tolle, tolle Sache. Aber für mich waren das wirklich so Binsenweisheiten. Und ich würde das insofern auch... Und ich würde das insofern wirklich nur Leuten empfehlen, die auch sonst eher so in die Selbsthilfe-Ratgeber-Richtung lesen, denn literarisch war das eigentlich nicht. Das war wirklich immer diese Parabel und dann kam... Mann! Denn literarisch war das eigentlich nicht. Es war wirklich immer nur diese Parabel und dann kam auch schon die Moral von der Geschichte. Das ist mir etwas zu wenig, es war mir einfach etwas zu simpel, nicht mein Ding. Ja, und das war die zweite Hälfte des Septembers. Das heißt, ich stehe ein bisschen unbegeistert da, aber ja, ich wäre sehr interessiert, wenn ihr mir etwas zu den Büchern sagen könnt, was ihr vielleicht schon gelesen habt, was ich euch jetzt schmackhaft gemacht habe. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.